Hey Freunde, eine weitere Custom Story oder was, ja? Habt ihr Bock? Gut, ich auch. Ja, wir zocken heute, steht schon oben in dem Titel, wie immer, aber ich dachte mir, wir zocken Emmas Story, hä? Das habt ihr mir gestern vorgeschlagen, als ich, ach, wo ist denn dies? Der Herr Morris-Fluch da hochgeladen habe. Habt ihr gesagt, Emmas Story soll richtig gruselig sein und, Evil Infect, glaube ich, auch, und Kannibalismen, werden eh alle gezockt. So, aber wir fangen jetzt an mit Emmas Story, die auch, glaube ich, der Endzeit gezockt hat. Bin ich mir unsicher? Und ich glaube, er hat gespielt, aber auf jeden Fall spielen wir mit Neil Winkler. Darf ich vorstellen, Neil Winkler, komm rein. Ach so, nein, ach, das hat der sie gemacht. Ich dachte, wir spielen sie jetzt mit Neil Winkler. Oh, okay, hab's verstanden. Okay, you are Emma. Daughter of estimated scientist Dr. Robert Coleman, ever since his discovery of the mythical orb of power, he has vanished, leaving you alone in a family estate. With strange things happening, you wonder what has happened to him. The story begins as you wake up in your room to find an Eminem note from your lover. As you play, you will unravel Emma's story. So, okay, wir wachen auf, finden Eminem und... Alter. Noch irgendetwas. Richtig krass, auf jeden Fall. Hab mich richtig geflasht. Ich hab mich auch voll konzentriert auf die Story und hab nicht nur in diesem Dialekt-Akzent, keine Ahnung, verstellter Stimme gelesen. Die Story ist richtig geil. Ich bin jetzt schon geflasht. Ne, ich hoffe, ihr habt sie verstanden. Und stand da was von langen Ladebildschirm oder so? Enormen lange Ladebildschirm. Verbiss dich. Sofort. Hau ab. Zieh Leine, dich will keiner sehen, Mann. Geht doch. Ich glaube, er wird sie noch rächen. Es wird gleich abstürzen. So. Ich bin Emma. So, ich will mir erst mein Kleid anziehen. Hier, mein Zünderbüchsenkleid. Eine Zünderbüchse habe ich. Reicht auch, um das Wichtigste zu bedecken. So, hab ab. Ein Schrank. Okay, so, was steht hier dran? Dir ist Emma. Ach du Scheiße. Lest euch durch, wenn ihr Bock habt. Ich hab keinen Bock drauf. Hier, drück Pause oder so. Drück Pause. Los, drück Pause. Tu es. Okay. So. Laterne? Keine Laterne. Hä? Okay, wir haben eine Zünderbüchse. Das ist wunderschön. Das ist so wunderschön. Und wir haben Kleider. Oh, die ich nicht anziehen kann. Ich weiß nicht wie. Die hängen einfach nur rum. Die sind nur Accessoires für den Schrank, dachte ich mir. Ne? Hier ist mein Tagebuch, mein liebes Tagebuch. Da darf keiner drin lesen. Und wenn ihr es doch tun wollt, tut es. Ich werde euch nur totschlagen. Oh, riecht das lecker. Habe ich gleich Hunger auf euch. Immer willkommen, Yoga. So, hier sind noch mehr Accessoires für Schubladen, dachte ich mir. Passt gut. Und das stellen wir mal hier hin, in die Ecke des Teppichs. Weil das passt einfach. So. Habe ich alles von Tine Wittler gelernt. Ist mein großer Bruder, die Tine. So. Ist da was drin? Schlüssel oder sowas? Nein. Na, was? Bist du Stress oder was? Gut. Ich glaube, wir haben schon alles untersucht. Das Bild noch nicht. Im Schrank waren wir. Zunderbuchse haben wir gefunden. Zunderbuchse. Na, dann gehen wir jetzt einfach mal raus und erforschen... mein Anwesen oder keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Oh Mann, auf jeden Fall ein ziemlich breiter Gang. The door is locked. There must be a key around here somewhere. Gut, dann suchen wir mal den Key, der wahrscheinlich... Hier, was denkst du? Kuckuck. Kuckuck. Key. Kuckuck. Okay. Ah, auf den Sitzen. Auf den Sitzen. Unter den Sitzen. Unter den Sitzen. Verdammt. Sonst sind sie immer dort zu finden. I should explore this floor first before leaving. Okay, da geht's also raus. Gut, habe ich mir gemerkt. Was sollte ich mir nochmal merken? Ich habe keine Ahnung. So. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ah, hier ist auch eine Karikatur von mir. Ja, da sehe ich Er ist auch gefeuert. Er ist gefeuert, der Künstler. Er ist gefeuert. Keine Sorge. Jo. Aber es ist viel schöner. Weiß nichts. Bücher. Ein Gemälde von meinem Haus. Kann es sein? Moment, komm mal her. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss das so machen, verdammt. So, und... Das ist nicht euer Ernst, oder? Hier ist ein Hammer.
Warten, Hammer hier drin auf. Und wie, wenn das Glas heile wäre, wie bekomme ich ihn raus? Mit dem Hammer? Muss ich mit dem Hammer das Glas kaputt machen, um den Hammer zu holen? Ist das die Logik? Ja, das ist sie. Ich bin Ebba. So, Laudanum und... Das Letzte ist zu Congratulation, der Robert Coleman und ich sie wünschen auf Laudanum. Okay, in Laudanum wurde entwickelt. Ja, for this we have what you win the second Congratulation. Okay, wir haben Laudanum gefunden, entwickelt, nicht wir. Und dieser Doktor und dafür haben wir jetzt einen Preis bekommen. Ist das der Doktor? Ja. Oh, guck mal hier, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, ich dachte schon, da ist jemand. Beobachtet uns. Aber dies ist nicht der Fall. Dies ist nicht der... Ich höre Vögelchen zwitschern. Oh, wie wunderschön. Wie wunderschön. Ja. Hör ich zum Fressen gern. Moment. Déjà-vu. Was macht mein Tagebuch hier? Wer hat es gelesen? Versteckst du dich hier drin? Gestern, du warst es. Ah, guck mal hier. Geh auf, bitte. Geh auf, bitte. Das wäre sehr nett. Danke. Aufgenommen, Storage Room Key. I have stashed an extra supply of tinderboxes in the lantern in the storage closet adjacent to this room in case of emergencies. If it's locked, witches, they shall be used the key to gain entry. Was? Extra supply of tinderboxes in the lantern in the storage closet, bla bla bla. Irgendwie habe ich nicht gecheckt. Ah, ich hatte 7 Stunden Schule, da habe ich schon genug nachgedacht. Ich will mein Hirn einfach ausschalten. Und was haben wir uns notiert? Must find key for this. Metal door. Okay, according to the note, there's a lantern and some extra tinderbox in a storage room next to this one. Okay, gut. Also, irgendwo ist ein... Und ich glaub's nicht. Der Marvin, der spielt wieder Counter-Strike. Aber das seht ihr nicht. Marv, mein ehemaliger Schulkamerad. Falls du das hier siehst, was du nicht tust. Grüß dich. Grüß dich. Ist das der Storage Room? Oh. Das Licht scheinte zwischen den Vorhängen auf den Laminatboden. Plötzlich entdeckte Emma etwas. Etwas lag im Schatten. Doch was war es? Ein Torso? Oh nein, es war nur ein Accessoire für den Boden. Gut, was ist das hier? Ein zerbrochenes Glas. Emma war verwirrt. Wer hat hier gewütet? Und hier ist noch mehr Alkohol. Aber wie Emma schon immer zu gepflegt... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Mitten im Satz. Egal. Komm mit, Besen. Du beschützt mich. Bleib dort liegen. Zinderböcksche. Aha. Aha. Okay, gut. Ich glaube, das bringt nichts. Aha. Nein. Aha. Okay, nein. Ich gebe es auf. Dahinter ist nichts. Ist das hier das Storage Room oder so? Ah, Schlüssel. Oh oh. Oh oh. Emma ist nicht allein hier. Oh oh, jemand will Emma was Böses. Ich muss raus hier. Es schleicht sich davon. Ich muss hier rein. Oh, es ist schon weg. Die Musik sagt mir es. Ich bin in Sicherheit. Okay, okay. To Dr. Coleman. Braxton Archer. Nein. Braxton Archer? Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hätte ich echt jetzt nicht gedacht. Ich brauche Alkohol, um das zu verkraften. Und eine Laterne vielleicht, wäre richtig nett. Hallo? Wer ist hier lang gegangen? Hallo? Na gut, schauen wir mal hier rein. Ist das der Storage? Komme ich da so rein? Lock is broken. Nein. Ach Moment, dann muss das da der Storage Room sein. Genau, da waren wir noch nicht. Wie das aussieht. Du Schwein. Bleib liegen. So. Mann, sehe ich geil aus. Okay. So. Okay, es passt. Dann muss das hier das Storage Room sein. Hallo, Storage Room. Hallo, Laternen. Hallo, Brot. Hallo, Kartoffeln. Hallo, Monster. Okay, kein Monster im Sicht. Ich heb sie noch nicht auf, weil ich habe schon Gefühl, dass ich meinen Besen im anderen Raum vergessen habe. Aber du hast hier auf mich gewartet, ne? Du kannst dich teleportieren. Du kommst nicht raus. Hallo. Ey. Nein, ich habe nichts verbuggt. Nein. Es war nur eine Einbildung. guck mal hier, ich habe Mechanismus aktiviert.
Damit brauchst du die Schranktür nicht mehr von vorne öffnen, sondern kannst hier hinten am Besen ziehen. Dann öffnet sich das. Okay. Gut, dann heben wir mal auf. Laterne aufgehoben. Ziel erreicht. Ich bin gerade durcheinander. Was wollte ich machen? Ich glaube, das hier. Ja, gut. Aber wir sparen das erstmal. Dafür habe ich nicht den Schlüssel, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen jetzt Leine. Und gehen durch diese Tür da hinten. Aber zuerst essen wir nochmal diese Tür. War da was? War abgeschlossen, passt ab. Ah, okay, hier passt das rein. Gut, gut, gut. Der Metallschlüssel zur Metalltür. Und was uns hier erwartet, das erfahren wir erst im nächsten Part, Freunde. Von nicht Alan Wake. Wie heißt das Ding? Emma's Story. Genau. Schalte beim nächsten Mal wieder rein. Wir sind nicht auf TGN, also muss ich das eigentlich nicht sagen. Aber ich tue es trotzdem. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer...